Hallo, heute kommen wir zu einem weiteren Punkt der Serie Top 10 Fehler im Schnellkrafttraining. Und heute geht es darum, wie viel Ausdauertraining kann ich machen und gleichzeitig trotzdem noch meine Schnelligkeit, meine Schnellkraft beim Fußball und Basketball steigern. Sprich, wie beeinflusst mein Ausdauertraining meine Schnellkraft? Und dazu möchte ich heute eine Studie heranziehen, möchte die Studie hier kurz vorstellen, was gemacht worden ist und dann euch auch die Ergebnisse davon liefern. Und davon können wir dann ganz klar sofort absehen, wie viel Ausdauertraining ihr praktisch machen könnt pro Woche, um keine Schnellkraft zu verlieren und wie ihr das quasi zeitlich regelt und was am sinnvollsten ist. Und für die Interessierten werde ich am Ende noch darauf eingehen, warum denn diese Ergebnisse entstanden sind von der Studie und um da einfach noch ein bisschen Hintergrundwissen zu liefern. Also fangen wir an. Ich muss kurz nachlesen. Die Studie wurde gemacht von Hennessy, Liam C., Watson Anthony und heißt The Interference Effects of Training for Strength and Endurance Simultaneously. Das bedeutet so viel wie die Wechselbeziehung zwischen dem Krafttraining und einem Ausdauertraining gleichzeitig. Also sprich im Wochenzyklus gleichzeitig, dass man beides gleichzeitig trainiert. So, und in der Studie wurde Folgendes gemacht. Man hat Sportler untersucht im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung über 8 Wochen und hat ihnen verschiedene Trainingsprogramme gegeben. Und insgesamt hat man die Sportler in vier Gruppen eingeteilt. Das ist einmal die KG, nenne ich jetzt hier mal die Krafttrainingsgruppe. Die Krafttrainingsgruppe hat dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags beispielsweise, Krafttraining für den Oberkörper und den Unterkörper absolviert. Das heißt Kniebeugen, Bankdrücken und ähnliches. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die Ausdauergruppe. Die Ausdauergruppe hat viermal die Woche Ausdauer trainiert. Dabei haben sie zweimal im Bereich 70% der maximalen Herzfrequenz trainiert. Einmal haben sie Laufspiele gemacht. Das ging dann so 5 Minuten Joggen, 200 Meter Sprint, 5 Minuten Joggen. Das Ganze in der ersten Woche 15 Minuten und in der achten Woche am Ende der Testperiode, die achte Woche war insgesamt über 35 Minuten, wurde das dann da gemacht. Die Ausdauereinheiten, die ersten beiden, die wurden so zwischen, ich muss kurz nachgucken, wurden durchgeführt in der ersten Woche mit 20 Minuten und in der letzten Woche mit 60 Minuten, also wurde langsam dahin gesteigert. Das heißt, wir hatten 2 Trainingseinheiten Ausdauer mit 70% Herzfrequenz, eine Trainingseinheit dieses Laufspiel, 5 Minuten Laufen, 200 Meter Sprint und am Ende nochmal ein paar Sprints mit dazwischen Joggen. Und die 4. Trainingseinheit war kontinuierliches Laufen bei 85% der maximalen Herzfrequenz und das ging über Zeiten von 20 Minuten in der ersten Woche und 40 Minuten in der letzten Woche. Das heißt, das wäre das Ausdauertraining, was die Ausdauergruppe absolviert hat. Als nächstes gab es eine Ausdauer- und Krafttrainingsgruppe. Die haben 5-mal die Woche trainiert, davon jeweils immer abwechselnd Krafttraining absolviert, Ganzkörperkrafttraining und am nächsten Tag dann ein Ausdauertraining, auch durchgehend so wie die Ausdauergruppe, das heißt immer abwechselnd eine dieser Trainingsprogramme von der Ausdauergruppe. Und dann hat man natürlich dann 3-mal die Woche Krafttraining gehabt und 2-mal die Woche Ausdauer und in der nächsten Woche dann 3-mal die Woche Ausdauer und 2-mal die Woche Kraft. Das heißt, das war immer ein Tag aufeinander. Samstag und Sonntag war immer frei. So, dann gibt es hier die Vergleichsgruppe. Die Vergleichsgruppe hat einfach gar nicht trainiert. Das heißt, es sind Sportler, die auf einmal dann 8 Wochen lang gar nichts gemacht haben. Und die Resultate könnt ihr euch dann wahrscheinlich schon denken. Und da möchte ich hier mich eintragen in diesen Spalten, was denn für Effekte am Ende des Trainings, was hat man denn gemessen? Also was hat sich verändert? Und zwar wurde da einmal natürlich die Kraft gemessen, jeweils in den oberen und unteren Extremitäten. Das heißt zum Beispiel im Bankdrücken und bei der Kniebeuge. Und die Schnellkraft wurde gemessen über die vertikale Sprungkraft. Das heißt, Hochspringen, wie hoch kommt man, wurde gemessen und gleichzeitig noch der 20-Meter-Sprint getimed, also mit Lichtschranken gemessen, wie schnell ist der Sportler auf 20 Metern Sprint. Und die Ausdauer, die wurde dann im Prinzip einfach über Laktatmessungen bestimmt, beziehungsweise einfach darüber, wie sich die verschiedenen Zeiten auf den Strecken dann verändert hatten. So, und jetzt kommen wir schon zu den Ergebnissen. Das heißt, was ist denn am Ende rausgekommen nach diesen 8 Wochen? Und das ist eigentlich hochinteressant, meiner Meinung nach. Und deswegen möchte ich das auch hier vorstellen. Und zwar können wir uns vielleicht schon denken, die Krafttrainingsgruppe, das heißt, ein Sportler, die haben vorher, Football gespielt oder so. Und die haben dann Krafttraining gemacht. Und die Krafttrainingsgruppe hat ihre Ausdauer gleich behalten.
Das heißt, Ausdauer hat sich nicht verändert, mache ich, kennzeichne ich hier mit einem Strich durch. So, die Oberkörperkraft ist gestiegen durch das Krafttraining. Das heißt, hier machen wir ein Plus. Die Unterkörperkraft ist auch gestiegen durch das Krafttraining. Ich mache das hier mal ein bisschen dicker, damit man das auch sieht. Unterkörperkraft ist auch gestiegen. Und die Schnellkraft hat sich auch verbessert durch das Krafttraining. Das heißt, wir können hier auch ein Plus eintragen. So, jetzt ist die Frage, was hat denn die Ausdauergruppe? Was hat sich bei der Ausdauergruppe verändert? Und hier hat sich Folgendes getan. Die Ausdauer hat sich natürlich durch das Ausdauertraining verbessert. So, Plus. Die Ausdauergruppe hat ein Plus bei der Ausdauer bekommen. Und Oberkörperkraft ist gleich geblieben. Und die Unterkörperkraft ist auch gleich geblieben. Das heißt, hier wurde dann trotz des Laufens hat sich die Unterkörperkraft nicht verändert. Und die Schnellkraft hat sich auch nicht verändert. Das heißt, hier, wenn das jetzt beispielsweise Footballspieler sind, Fußballspieler, Basketballer, da würde ich jetzt dann schon davon sagen, dass das Trainingsprogramm jetzt nicht so effizient war, weil die Ausdauer lässt sich sehr leicht verbessern und im Vergleich zur Schnellkraft. Und die Kraft ist da schon schwieriger und aber vor allem viel wichtiger für das Spiel, weil im Endeffekt zählt, wer als erstes am Ball ist und der schießt das Tor und dann hat man einfach den Vorteil dort. Und die nächste Gruppe war die Ausdauer-Krafttrainingsgruppe und das ist eigentlich die Gruppe, die wirklich hochinteressant wird. Und zwar, was ist bei dem passiert? Sie haben zum einen die Ausdauer verbessert. Das heißt, wir können die Ausdauer trainiert, haben die Ausdauer verbessert. So. Und jetzt wird es schon interessant. Und zwar, die Oberkörperkraft haben sie auch verbessert durch das Krafttraining.